Heute wird es glamourös. Was meint er wohl damit? Moin Moin Freunde, was geht? Ja, ich habe heute mal was anderes hier auf dem Kanal. Nichts Nerdiges, keine Ahnung, was mich da jagt, warum ich das mache. Aber egal, ich habe gedacht, ich muss euch das auch mal zeigen. Auch mal vielleicht den Frauen. Vielleicht kommen auch mal irgendwie mal hier Frauen auf diesen Kanal. Nein, aber Scherz, ich habe hier nämlich die Glossy Box. Yay! Ja, und hier, die sind dann noch so Flyer drin. My Müsli, vielleicht kann ich auch mal gucken, ob ich da was bekommen könnte. Was ist hier? Hello Fresh, okay. So, und hier ist noch so eine Zalando. Da könnt ihr ein bisschen durchdrehen. So ein Prospekt drin. So, da haben wir die Glossy Box. Ich hol sie mal raus hier. Da ist dann der Leer, der Karton. Und hier ist die Glossy Box. Ich muss ja sagen, die sieht ja ganz schick aus. Also, naja, mal gucken, ob der Inhalt auch so schick ist. Wie gesagt, hier ist so ein komischer Mond drauf. Dann machen wir sie mal auf. Oh. Alle Frauen drehen wahrscheinlich durch. Hier was Pinkes drin. Und wir öffnen mal das Schleifchen. So, da habt ihr hier wohl das Glossy Magazin. Das wird mir wohl nichts helfen. Ich denke mal, ich brauche es bestimmt nicht. Oh mein Gott, da sind noch Einhörner. Einhörner, ja. So, gucken wir mal in die Box rein. Und beginnen mit dem ersten Item. So. Ich habe zum ersten Mal jetzt eine Glossy Box gemacht. So, das haben wir als erste Item. Das ist ein Bio-Vegan Skin Food. Eine Tuchmaske. Ja, die werde ich mir jetzt hier nicht drauf machen. Die kann meine Frau benutzen. Okay, mit Bio-Granberry. Alles ist ja wieder vegan hier. Könnt ihr hier sehen. Das war das erste Teil. Und eine bio-vegane Skin-Food-Maske. Dann kommen wir zum zweiten Item. Das ist Banana Setting Powder. Was ist das denn? Okay, ich hab keinen Plan. Macht man das auf jetzt oder so? Was ist das? Ach, das ist Puder. Ach, Puder ist das. Hier hätte es fast auf dem Boden verteilt. Ja, irgendwie, keine Ahnung. BP. Ist das hier die Tankstellenmarke? Ich habe keine Ahnung. Was ist das für ein Quatsch? Also irgendwas mit Bananen ist da drin. So, Banane Teil 2. So, da kommen wir zu Item 3. Ach so, das ist ein Bio-Set. Könnt ihr hier sehen. Ein Bio-Set mit Pinzette und Glasnagelfeile. Aha, machen wir mal auf. Von welcher Firma ist das? Von Parser Beauty. Das ist die Marke. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich meine, so als Mann kann man sich auch mal die Fingernägel ein bisschen machen, ne? Und wenn man irgendwie, weiß ich auch nicht, hier eine Monobrau hat, kann man auch ein bisschen raussupfen. Ja, nein, Scherz. Aber das war Item... Wo waren wir? Bei 3, ne? 3. Ich vergaß ja noch dieses komische Kroko-Imitat hier. Könnt ihr mal schick sehen. Dann kommen wir zu Item 4. Mädels, seid ihr schon irgendwie, findet ihr die Box geil? Ab in die Kommentare damit, ne? So, Item 4 ist irgendwie was Aloha. Aloha? Oh, Beauty. Oh, de Bruyère. Okay. 50 Milliliter Aloha. Was ist das denn? Was ist das? Conseils de Utilisation. Naja. Oh, Alter, stinkt das, Mann. Boah, jetzt stink ich nach Frau, ey. Könnt ihr das riechen? Ach scheiße, es gibt ja doch kein YouTube-Riech-Fernsehen. Naja, das war auf jeden Fall von Aloha Item 4. Boah, jetzt riecht hier alles nach Frau. Dann kommen wir zu Item 5, also zum fünften Teil. Und das ist wieder was von Aloha. Ich habe keinen Plan, was das hier sein soll. Entdecke die Sommerkollektion. Pure Lei. Keine Ahnung, was das ist. So, dann kommen wir zu... Da ist glaube ich noch mehr drin, ne? Also Mädels, was kostet die Box? Ich glaube 14,99. Also die kostet 14,99 oder 15 Euro. Dafür lohnt sich das wohl. Aber egal, kommen wir am Schluss. Bei Item 6 waren wir. Irgendwas hier mit Health Skin Food. Dann kannst du hier einen Code eingeben. Hauptsache, da ist noch so schönes pinkes Zeug drin. Hier, bitte, bitte, bitte. Was haben wir denn hier so schönes? Wir haben einmal Schwarzkopf Bonner-Kur. Also ist eine Kur wahrscheinlich. Nee, eine Light Oil, okay. Shampoo. Wieso ist das eine... Okay. Leichte Öl-Shampoo. Kann man mal darin riechen. Oh, voll in die Nase rein. Okay, die ist sehr flüssig, das Shampoo hier. 30 Milliliter. Ich hab da was in der Nase bekommen. Naja, auf jeden Fall sieht aus wie so eine Kur. Oder ist halt so ein Shampoo. Das war Item 6. So, da kommen wir zu Item 7. Okay, und dann ist das Gewäusel hier. Die auch noch schön auf den Kopf setzen. Da ist sie, wie gesagt, leer, die Box. Und dann haben wir hier noch Derma Spa Pure Leichtigkeit.
Warum ist das eine pure Leichtigkeit? Für was denn? Dass man seinen Körper leicht wegmachen kann oder was? Pure Leichtigkeit. Okay, luftig leichte Bodylotion. Ich verstehe trotzdem nicht den Sinn dahinter, aber egal. Mit Cell Moisturizer kann ich nicht aussprechen. So, und belebt die Haut. Normale und trockene Haut. Also, Duff ist eigentlich ganz gut eigentlich. So, hier ein bisschen draufschmieren hier. Oh, guck mal hier, da seht ihr das? Oh, das ist aber sehr, sehr schön. Naja, auf jeden Fall. Meine Frau, die lacht sich gerade hinter der Kamera schon fast schlapp. Sparerlebnis Dermapflege. Da sind voll die teuren Produkte drin und du freust dich über Duff. Ja, egal. Ich freue mich über Duff. So, ich finde, ganz ehrlich... Das ist das Einzige, was du kennst. Du kommst jetzt mir reingeschnitten, ne? Egal. Ich kenn nur Duff. So, egal. So, Mädels und Männer, vielleicht wollt ihr auch die Produkte kaufen oder eure Frau kaufen. Ich habe keine Ahnung, was das wert ist, aber 15 Euro scheint das wohl sehr viel wert zu sein. Also ich gehe mal jetzt zum ersten Mal in mein Leben in so einer Glossybox-Magazin durch. Da, wie gesagt, habt ihr ein Bild. Da ist dann halt Glossy-Produkte. Also sie stellen auch diese Produkte hier vor. Hier steht drin, freue dich auf 5 Produkte und 2 Goodies in deiner Box. Also so läuft das, okay. Wie gesagt, das steht hier oben. Also sind da immer 5 Goodies drin in dieser Box. Steht alles hierbei, aber stehen hier Preise. Was? Das kostet 16 Euro? Was? Das kostet 16 Euro? Was? Alter Schwede, ich guck mir gerade das hier durch. 16 Euro. Krass. Echt. Alter, und das Puder kostet 25 Euro. Also zum Glück sind wir keine Frauen. 25 Euro. Macavilli. Also wenn ihr eurer Frau was Gutes tun wollt, kauft die Glossy Box. In der Videobeschreibung habe ich erstmal alles verlinkt, dass ihr das für eure Frau bestellen könnt. Und das hätte drin sein können. Und das hätte drin sein können. Hauptsache, das Beauty Set Ethno kostet nur 5,99 €. Das war die Glossy Box aus dem Monat Juli 2017. 14,99 € kostet die. Paar gute Produkte drin, würde ich mal so behaupten, wenn die so teuer sind. Das keine Ahnung, was das war. Das riecht ganz stark nach Sommer. Und ich würde sagen, Leute, ab in die Kommentare, ob ihr mal Bock habt auf nächste so. Vielleicht habe ich mal versucht, mal irgendwie was anderes noch anzuholen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video einen Daumen nach oben gibt. Ein Abo gerne natürlich da lässt. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!